Thomas Raffel, wir haben schon viel erlebt im Eishockey, aber sowas noch nicht. Wie haben Sie gestern diese dramatischen Minuten, Stunden da am Nachmittag miterlebt und wie hat es die Mannschaft aufgenommen? Ja, ich glaube, in so einem Fall ist das einfach das ist, ein Sonderfall. Das kommt nicht oft vor. Und natürlich war die ganze Mannschaft überrascht in so einer Situation. Und ich glaube, da spreche ich jetzt für jede Mannschaft, die noch im Playoff gespielt hat, fühlt man sich einfach beraubt. Die Saison ist nicht zu Ende. Man ist genau an dem Punkt, für den man die ganze Saison hart arbeitet. Und dann kommen einfach Kräfte zur Wirkung, wo man selbst keinen Einfluss mehr nehmen kann. Und man muss es einfach so hinnehmen. Kann man die Stimmung ein bisschen beschreiben, da in der Kabine, wenn plötzlich, das heißt so, jetzt ist Saison vorbei? Ja, es war schwer zu sagen. Es war hier ein leeres Gefühl, weil das sind einfach 24 Männer drin, die ihren Job das ganze Jahr eigentlich super gemacht haben und dann sich das verdient hätten jetzt. Und selber ist es auch jetzt einen Tag danach noch immer schwer. Aber im Endeffekt muss man es einfach so sehen, dass es so viele Sachen gibt, die über Eishockey, über dem Sport stehen. Ist einfach die Gesundheit wichtig und ich hoffe, mit der ganzen Situation und mit unserer Ausgangslage können wir da jetzt irgendwo weiterhelfen. Können Sie die Entscheidung verstehen, nachvollziehen? Ja, ich habe mich da jetzt mit diesem Virus und mit dem Ganzen jetzt nicht so intensiv befasst, aber ich glaube, dass die Regierung da hier Maßnahmen getroffen hat, die notwendig sind, um diese Ausbreitung einfach eindämmen zu können. Und da muss man einfach vertrauen und seinen Beitrag dazu beitragen. Man hat auch gehört, dass die Spieler ganz unterschiedlich mit dem Thema umgehen, dass zum Beispiel auch einige Spieler aus Übersee schon, vorsichtig ausgedrückt, sehr besorgt waren. Haben Sie das auch so erlebt? Nein, bei uns im Team war es eigentlich recht entspannt immer. Wir haben versucht, vieles richtig zu machen, also desinfizieren, direkten Kontakt möglichst zu meiden, nicht jeden die Hand schütteln. Das war in dieser Situation alles, was wir machen haben können und der Rest hat uns seinen Lauf genommen. Jetzt die Frage aller Fragen, wie geht's weiter? Ja, es ist in den nächsten Tagen werden jetzt die Abschlussmeetings abgehalten werden und da muss man einfach schauen, dass man sich auf das nächste Jahr vorbereitet. Die Chance, etwas zu gewinnen, ist leider nicht aller Tage und jetzt müssen wir einfach schauen, dass wir den Hunger aus dieser Saison mitnehmen und dann in der nächsten gleich dort wieder ansetzen. Nationalteam? Das ist jetzt alles einmal, ich muss das einfach alles mal sacken lassen jetzt. Man weiß ja nicht mit der gesundheitlichen Lage, wie das jetzt alles weitergeht mit dem Virus, ob die WM überhaupt stattfinden wird. Wenn so ist, dann werde ich sicher, wenn es mir möglich ist, mein Land vertreten. Es hieß ja aber auch, dass Sie sich fit halten müssen, Sie weiter trainieren. Wie schauen Ihre nächsten Tage und Wochen aus? Urlaub geplant, was tun Sie jetzt? Nein, jetzt ist es einfach einmal daheim sein, Zeit mit der Familie verbringen. Ich glaube, da braucht man einfach die Nähe von den Menschen, die einem viel bedeuten und dann alles Weitere steht dann in der Zukunft. Dann wünsche ich Ihnen eine gute, intensive Zeit jetzt mit der Familie.